Hallo und herzlich willkommen an Bord auf unserem gemeinsamen Flug in eine aufgeräumte Zukunft. Du möchtest die Kontrolle über deinen Besitz zurück und vielleicht auch andere Bereiche deines Lebens? Dann ist diese Destination genau die richtige für dich. Dieser Flug wird durchgeführt in Kooperation mit der KonMari-Methode. Deine Flugzeit ist individuell und dein Gepäck sollte nur noch die Dinge beinhalten, die dich wirklich glücklich machen. Ich darf dich nun noch bitten, alle elektronischen Informationen bis auf diesen Podcast auszuschalten. Mein Name ist Daniela Slesak und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleitung. Aufräumen, loslassen, fliegen wünscht dir nun eine angenehme Reise. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auch, dass ihr mit mir über so ein komplexes Thema nachdenken möchtet, wie Identität und Aufräumen. Ja, dein Zuhause als Spiegel deiner Identität. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich auch häufiger in einer Identitätskrise stecke, wenn man das als Krise bezeichnen möchte, wie wir alle mit Sicherheit. Ja, und ganz wichtig ist eben auch zu wissen, immer wieder mal sich selbst abzuchecken, wer bin ich überhaupt, wo möchte ich hin, wo stehe ich gerade in meinem Leben, wo soll die Reise hingehen und welcher Aufgabe möchte ich mehr Energie widmen und wo möchte ich mich vielleicht wieder ein bisschen rausnehmen. Also all diese Fragen sind ja sehr wichtig und bestimmen unser Sein. Und deshalb ist es immer wieder ratsam, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen oder sich überhaupt mal mit der Frage nach der eigenen Identität, nach der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Ich hatte letzte Woche eine Offenbarung und zwar habe ich einen Persönlichkeitstest der Uni Leipzig online durchgeführt, weil ich eine kleine Identitätskrise hatte, zugegebenermaßen. Und zwar kam diese zustande, als ich diesen Fernsehbeitrag von mir selbst anschaute und da stand halt Ordnungscoach und 2 Sekunden später klingelte mein Telefon und mein Geschäftspartner war dran und hatte eine Frage zu bestimmten Themen und dann ein paar Minuten später die Steuerberaterin und ich dachte irgendwie am Ende des Tages, hör mal, wer bist du eigentlich? Bist du Ordnungscoach? Bist du Geschäftsinhaberin? Bist du Mutter? Bist du dies, das? Da kommen ja noch die privaten Aspekte auch noch alle mit dazu. Und ich habe mich dann umgeschaut im Netz und habe diesen Persönlichkeitstest gefunden. Der ist vollkommen frei zugänglich. Ihr müsst euch da nicht anmelden oder irgendwas. Ich verlinke euch den in den Shownotes. Und der hat mich auf die Idee gebracht, dass ich eine kreative Ordnungsforscherin bin. Denn ja, ich sehe mich selbst eben nicht nur als Aufräumcoach oder Aufräumberaterin oder KonMari-Beraterin. Denn für mich sind die theoretischen Aspekte der ganzen Aufräumerei, wie zum Beispiel auch das Auseinandersetzen mit der eigenen Identität, ein ganz wichtiger Teil. Und so nehme ich das auch wahr im 1:1-Coaching, weil ohne diese Auseinandersetzung mit der Identität, mit der eigenen Persönlichkeit, ist das Aufräumen niemals nachhaltig. Das kann ich euch versprechen. Und auch bei Marie Kondo, wer sie nicht kennt, der großen Aufräumkönigin der japanischen, auch bei ihrer weltbekannten Methode, um die es hier ja sehr, sehr häufig geht, ist die Visualisierung des idealen Lebensstils steht an 2. Stelle. Ja, also an 2. Stelle der Methode der 5 Punkte steht, visualisiere deinen idealen Lebensstil. Und wenn du dich nicht mit deiner Identität und deiner Persönlichkeit auseinandersetzt, bist du ja gar nicht in der Lage, dir eine wunderbare Zukunft auszumalen. Und wie vielfältig und komplex dieses Thema ist, erlebe ich auch immer wieder in meinen Kursen an der Volkshochschule, wenn wir darüber sprechen, wo die Probleme oder die Hindernisse liegen, wenn Menschen das Bedürfnis haben, aufgeräumter, strukturierter und ordentlicher zu leben.
Und da sprechen wir natürlich sehr, sehr intensiv, besonders an den Zweitageskursen über diese Themen. Und ich finde, da gibt's immer so einige Erleuchtungen und das ist wirklich ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Und ja, deshalb eben auch diese Berufsbezeichnung der kreativen Ordnungsforscherin, weil ich gerne den Sachen ein bisschen mehr auf den Grund gehe. Und wenn ihr Werbung in eine eigene Sache, wenn ihr so einen Kurs besuchen möchtet mit mir, dann kommt auch gerne mal schaut auf meiner Webseite vorbei. Dort findet ihr die Termine und auch die verschiedenen Themen, die ich anbiete hier in Berlin und auch in Potsdam an der VHS. Genau. Lasst uns aber nochmal zurückgehen zu dem Thema Identität. Also das ist ja ein sehr komplexes Konzept, das sich auf das Verständnis unseres Selbst bezieht. Es beinhaltet auch eine Reihe von Faktoren wie ja eben unsere eigene Persönlichkeit, aber auch unsere Werte, ganz wichtig, unsere eigenen Überzeugungen, auch unsere Geschichte spielt damit rein, wie wir ja Beziehungen leben, wie wir uns selbst empfinden oder wie wir uns sehen oder denken zu sehen. Und natürlich ist auch aufgrund dieser Geschichte, die wir sind oder das, was wir erlebt haben, ist unsere Identität auch nicht statisch, ne, sondern sie entwickelt sich ständig weiter und sie beeinflusst uns durch eben, wie gesagt, diese Erfahrungen, die wir machen als Menschen und mit anderen Menschen in der Interaktion und in der gesamten Gesellschaft. Und ja, wir haben alle viel Veränderungen in den letzten Jahren erlebt. Und das hat sicherlich auch unsere Identität wiederum verändert und uns beeinflusst in unserer Persönlichkeit. Also zusammenfassend ist es eben unsere Persönlichkeit, unsere Werte, unsere Überzeugungen, unsere Geschichte und unsere Beziehung zu anderen Menschen. Das ist unsere Identität und diese ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens. Sie hilft uns, uns selbst zu verstehen und uns eben in der Welt zurechtzufinden. Und sie gibt uns auch ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und auch Zugehörigkeit. Und eben weil dieses Herausfinden, wer ich bin, so wichtig ist, auch im Zusammenhang mit dem aufgeräumteren Leben, also der Zusammenhang zwischen Identität und Aufräumen, habe ich diese zwei Geschichten heute aus meiner Tätigkeit als 1:1-Coach auch euch mitgebracht, um euch aufzuzeigen, wie wichtig es ist, zu wissen, ja, wer ich bin und wo ich hin möchte. Denn, wie gesagt, dieser Zusammenhang zwischen Identität und Aufräumen ist wesentlich, um überhaupt eine Vision davon zu haben, wie soll es hier aussehen, ja? Und auch auf der anderen Seite hilft uns natürlich das Aufräumen, unsere Identität zu erforschen und zu definieren. Und sie hilft uns auch, uns von alten Dingen zu trennen, die überhaupt nicht mehr wichtig sind und keinen Platz mehr haben. Denn wie ich auch anfangs gesagt habe, Identität ist ja nichts Statisches, sondern wir verändern uns im Laufe der Zeit. Und deshalb kann es passieren, dass da Dinge bei uns rumstehen, die uns nichts mehr bedeuten. Die waren mal wichtig für uns, aber die sind heute völlig unwichtig geworden. Und deshalb ist es wichtig, uns auf diese Suche nach der eigenen Identität zu machen, weil wir uns dann auf das Wesentliche konzentrieren können und unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge richten können, die ja die bedeutungsvoll für uns sind. Das Aufräumen kann uns auch helfen, uns besser kennenzulernen. Also das ist ja auch, was Marie Kondo sagt, beim Aufräumen beschäftigst du dich mit dir selbst. Ja, und wir kommen vielleicht auch unseren eigenen Werten und Überzeugungen auf die Schliche und erkennen diese. Also deshalb macht das mal, versucht das mal, räumt mal auf. Immer wieder ermutige ich euch dazu und deshalb hört ihr ja hier auch zu, um eben da noch ein bisschen mehr Unterstützung zu erfahren. Ja, und deshalb habe ich euch, wie gesagt, auch zwei Geschichten mitgebracht aus meiner Tätigkeit. Im letzten halben Jahr ist das passiert und darüber möchte ich, ich möchte euch die einfach erzählen. Also ich bekam eine E-Mail und ich nenne die junge Dame, eine junge aufstrebende Künstlerin heute hier in dieser Geschichte, Sophie. Und Sophie lebte in einer ganz kleinen, charmanten Wohnung in der Mitte von Berlin.
Und schon beim Betreten der Wohnung spürt man diese kreative Energie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das immer, wenn ich ein Theater betrete oder einen Konzertsaal. Ich spüre da immer diese Energie und ich sage dann auch immer, Mensch, das riecht hier so nach Kunst. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ja, inmitten dieser Kreativität befand sich eben auch ein kreatives Chaos, wie das häufig ist, ne, mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und ja, also Leinwände lehnten an den Wänden, Unterlagen, Farbtuben und Pinsel verstreut auf dem Boden und auch Stapel von Skizzenbüchern. Und ja, man spürte im ersten Gespräch schon gleich, dass eben Sophie ihre Kunst über alles liebt und sagte aber auch im Prinzip im Nebensatz schon, sie könne häufig nicht das finden, was sie gerade sucht. Und es ist ihr auch immer ein bisschen unangenehm, weil diese Räume eben auch, also unangenehm, dass da so ein Chaos herrscht. Und ihre Wohnung sollte auch als Atelier oder Treffpunkt für andere Künstler, also ne, im kleinen Rahmen dienen. Das war ihr Wunsch. Ihr Wunsch war eben, das war schon eines der ersten Punkte, die ich so erfasst habe in den ersten Gesprächen, dass ihr der soziale Kontakt wichtig ist. Ja, nicht nur die Kreativität, sondern es sollte auch ein Treffpunkt sein, ein Atelier werden, wo sich Künstler treffen können. Ein weiterer wichtiger Punkt für Sophie war das Thema Nachhaltigkeit. Na, sie hatte als junge Künstlerin jetzt auch nicht unbegrenzt Möglichkeit auf finanzielle Ressourcen. Ja, also sie hatte auf Deutsch gesagt nicht so viel Geld. Und deshalb war es ganz wichtig, dass da eine gewisse Ordnung und Struktur herrscht, damit eben ihre Farben und Pinsel geschont werden können. Ganz einfach gesagt, ne? Also dass sie da nicht rumfliegen, dass man nicht drauf rumtritt, dass sie in diesem Falle da eine gewisse Ordnung hat und am Ende auch Geld spart, weil ja, sie braucht nicht ständig neue Pinselfarben, Leinwände und so weiter, ne? Also jetzt übertreibe ich das ein bisschen, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man nachhaltiger und ressourcenschonender leben möchte. Ein dritter wichtiger Punkt, der mir einfällt, den Sophie ausgesprochen hat, war, dass sie einen Rückzugsort braucht. Und ich denke, das kennt auch jeder, der von zu Hause arbeitet oder seine Arbeit in seinem Zuhause integrieren möchte oder muss, dass man doch Momente hat am Tag, wo man sich zurückziehen möchte, wo man was ganz anderes mal machen möchte, wo man sich vielleicht ein Buch zur Hand nehmen will und oder ja, einfach nicht arbeiten und da ihre Arbeit, ihre Kreativität war, ihre Malerei, war das eben ein wichtiger Aspekt für sie zu sagen, ich möchte aber auch wenn das hier ein Ort des Austausches ist, ein Ort der Kreativität ist, möchte ich auch diesen Moment haben, dass ich mich einfach mal zurückziehe mit meinem Laptop und eine Netflix-Serie gucke. Ja, also da muss man auch sehr ehrlich zu sich selbst sein. Das ist sowieso ganz wichtig, wenn man sich da auf die Schliche kommen möchte. Versuchen, ziemlich ehrlich zu sich zu sein. Und man kann natürlich auch Freunde und Bekannte oder Eltern und Verwandte fragen, wie seht ihr mich, um da noch ein differenzierteres Bild von sich und seiner Vision oder von seiner Identität zu erhalten. Als ich beim zweiten Termin bei Sophie ankam, hatte sie ein ganz tolles kreatives Moodboard sich gestaltet, also ein Vision Board, wo sie ganz klar ihre künstlerischen Träume und Ziele visualisiert hat. Und durch das Erstellen eines Vision Boards oder eines Mood Boards werden die Dinge eben auch nochmal plastischer. Das habe ich ja auch schon. Es gibt auch eine Episode zum Thema Vision Board, warum das wichtig ist, auch für unser Unterbewusstsein, uns da immer wieder so ein bisschen zu triggern, wenn wir ein Ziel haben, uns in eine bestimmte Richtung entwickeln zu wollen. Und das hat Sophie eben gemacht. Sie hat ein Moodboard entwickelt, frag mich nicht. Das war unglaublich kreativ, also Hut ab. Das muss auch nicht sein, ne? Aber klar, wenn man Künstler ist, dann hat man da natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Hat mich sehr, sehr beeindruckt. Aber wie gesagt, das war für sie eben
ja ein Ausdruck ihrer eigenen Vorstellung, und das fand ich ganz, ganz toll. Aber abgesehen von dieser kreativen Arbeit oder dieser mentalen Arbeit, die sie vorab geleistet hat, hat sie erstmal ganz klassisch aufgeräumt. Und das haben wir gemeinsam gemacht, ja. Wir haben ganz klassisch nach KonMari aufgeräumt, auch wenn natürlich dieser Kimono, also dieser Kleinkram-Anteil, der größte war aufgrund ihrer Tätigkeit als Künstlerin, haben wir ganz klassisch nochmal alle 5 Kategorien durchsortiert, uns angeschaut. Also ich wiederhole mal kurz nochmal die KonMari-Kategorien. Und zwar ist das als erstes die Kleidung, als zweites die Bücher, als drittes Dokumente und Papiere. Viertens eben dieser riesen Batzen Kimono, der bei Sophie den Großteil ausgemacht hat. Und zum Schluss das Sentimentale. Genau. Und da haben wir uns durchgekämpft, und ich kann euch sagen, sie war am Ende sehr, sehr glücklich. Sie hat Freunde mit einbezogen, denn sie war ganz überrascht. Diese Freunde waren eben nicht nur daran interessiert, mit ihr über Kunst zu sprechen, sondern sie waren total bereit, auch mit ihr 1-2 Regale aufzubauen. Das war auch eine neue Erkenntnis für sie im Laufe dieses Aufräumprozesses, dass sie eben nicht nur als Künstlerin akzeptiert wird von ihrem Umfeld, sondern auch als eigenständige Persönlichkeit Sophie. Also das war für die anderen, war das natürlich klar, aber für sie selbst war das tatsächlich so ein Aha-Moment. Das habe ich ganz deutlich gespürt. Und ja, nach diesen paar Monaten gemeinsamer Arbeit, da schrieb sie mir dann auch, Mensch, sie sagte, du, mir ist eine Last von den Schultern gehoben worden, ja. Sie sagte, sie fühlt sich so befreit und erfrischt, weil sie einfach, sie hat sich gefühlt, als würde sie in einem neuen Atelier leben. Und ja, also das ist eben der Effekt, den man erreichen kann im besten Fall, wenn man sich darauf einlässt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich zu hinterfragen, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und somit hatte Sophie eben nicht nur einen Raum für ihre Kunst, der sie dabei unterstützt, ihre Arbeit auszuüben, sondern sie hatte tatsächlich einen Raum geschaffen oder Räume geschaffen, die ja ihr selbst berührt haben, ja, ihre Identität als Künstlerin zum Ausdruck gebracht haben. Sie konnte leichter Leute einladen, auch Leute, wo sie vielleicht das Gefühl hatte, die sind irgendwie schon viel weiter als ich, und dann kommen die hier in mein Chaos. Und damit, dass sie sich diese Zeit genommen hat, sich da auseinanderzusetzen, mit sich selbst, mit ihrer Kunst, mit ihren Räumen, mit ihrem Äußeren, mit ihrem Inneren, und dass sie die Frau ist, die ja dafür steht, Leute einzuladen, auch Leute, wo sie wirklich dachte, die sind schon viel erfolgreicher als ich und so weiter. Also, dass sie da auch sich ihrer selbst bewusst geworden ist und dieses Selbstbewusstsein entwickeln konnte, so zu leben, wie es sich für sie richtig anfühlt. Genau, das war Sophies Geschichte, und ich finde, diese Geschichte spiegelt einfach wieder, egal in welcher Situation man ist und wie man vielleicht auch denkt, Mensch, was würde mir das Aufräumen irgendwie bringen? Ja, das, da gibt's ja dann auch so wieder so viele Ideen, die da das Genie beherrscht, das Chaos und künstlerisches Chaos und künstlerische Kreativität und so. Nein, in ihrem Fall hat sie das behindert, und in ihrem Fall war es einfach wichtig, diesen Anteil, den sie auch in sich spürte, zu sagen, ich brauche hier eine gewisse Struktur, das auch auszuleben und auch sich zu erlauben, das ausleben zu dürfen. Ich finde, man erkennt an dieser Geschichte schon ganz gut, dass es sehr viele Gründe gibt, warum es so wichtig ist, sich mit der eigenen Persönlichkeit und Identität auseinanderzusetzen, wenn man eben diesen Wunsch hat, aufgeräumter und strukturierter leben zu wollen. Denn wenn du weißt, was dir wichtig ist, kannst du dich leichter von Dingen auch trennen. Ne? Wenn du weißt, wie zum Beispiel bei Sophie, dass bestimmte Farben oder Materialien eigentlich gar nicht das sind, womit du arbeiten möchtest, dann hilft es dir, da Struktur und Ordnung zu schaffen. Und auf der anderen Seite schaffst du schneller Struktur und Ordnung, weil du weißt, was du willst.
Ne? Und wenn du weißt, wie du am besten arbeiten kannst, dann ja, kannst du mit einem System, das du dir schaffst oder erschaffst, einen Raum kreieren, der dir dabei hilft, viel produktiver und mit weniger Stress zu arbeiten. Ja? Und wenn du weißt, was dir Energie gibt, dann oder auch was dir Energie nimmt, dann kannst du dich besser darauf konzentrieren, die Dinge zu tun, die dich wirklich energetisieren und die dir dabei helfen, glücklicher und zufriedener zu sein. Und wenn du weißt, was deine Stärken und was deine Schwächen sind, dann kannst du dich hoffentlich mehr auf deine Stärken konzentrieren und deine Schwächen akzeptieren und sie hinzunehmen und zu sagen, hey, das bin ich und deshalb konzentriere ich mich lieber darauf, was ja, was mich stärkt, was mich gestärkt in die Zukunft gehen lässt. Also ich finde, das kann man hier an diesem Beispiel von Sophie sehr schön erkennen. Ich habe euch ja zwei Geschichten versprochen und deshalb kommt jetzt noch eine zweite Geschichte, die ich in den letzten Monaten erlebt habe, möchte ich mit euch teilen. Und zwar geht es hier wieder um eine Frau und ich nenne sie Petra. Und Petra ist Ende 50 und ja, hat folgende Geschichte oder ich habe folgende Geschichte mit Petra erlebt. Also mitten in einer Renovierung, und zwar von Petras geerbtem Haus, stand sie da bei unserem ersten Termin und sie stand nicht nur in ihrem Haus, sondern sie stand auch vor einer richtig großen Herausforderung. Denn sie hatte von ihrer Tante ein Haus geerbt, das war voller Erinnerungsstücke. Und Petra hatte auch in ihrem gesamten Leben bisher sehr, sehr viel Zeit auch in diesem Haus mit dieser Tante verbracht. Und deshalb waren für Petra diese Erbstücke in diesem Haus etwas, was sie wirklich tief berührte und sie nicht so richtig wusste, wie soll ich damit umgehen, weil sie auf der anderen Seite oder ja, sie wusste auch, sie kann und sie will nicht alles aufbewahren, auch wenn ihr das so, so wichtig war. Und wie gesagt, sie renovierte ja nebenbei und versuchte auch immer parallel dazu noch aufzuräumen und bemühte sich da wirklich an allen Ecken und Enden irgendwie alles gleichzeitig zu machen und ganz viel Liebe und Kreativität auch in die Gestaltung des Hauses zu bringen. Aber sie fühlte sich am Ende so überwältigt, dass sie eben den Kontakt zu mir gesucht hat. Gemeinsam haben wir versucht, eine harmonische Balance zu entwickeln. Heißt, für Petra hieß das, genau wie für Sophie, wo will ich hin, wie will ich hier leben, was ist mir wichtig? Für Petra war es wie für so viele Menschen das größte Problem, Entscheidungen zu treffen, klare Entscheidungen. Genau, das, was ich gerade schon gesagt habe, ne? Wo will ich hin, wie will ich hier leben, wie soll das hier aussehen? Und das für sie stand fest, also das Haus, da wird sie drin wohnen wollen, das wird sie auch nicht aufgeben wollen und sie wird auch viele Erbstücke nicht aufgeben wollen. Aber dennoch hatte sie eben das Bedürfnis, es zu ihrem zu machen und nicht da nur in einem Museum zu leben, was Menschen gehört hat, die nicht ihre Geschichte widerspiegeln, sondern sie wollte ihre eigene Geschichte schreiben. Somit bestand meine größte Aufgabe darin, ja, Entscheidungshelferin zu sein, ihr die richtigen Fragen an der richtigen Stelle zu stellen, bei den bestimmten Gegenständen, die eben dort waren, ob das noch Teil ihrer jetzigen Identität ist und ob sie das gehen lassen möchte, ob sie das aufbewahren möchte, ob sie es integrieren möchte, ob sie es zu etwas anderem machen möchte. Dazu hat auch Petra sich hingesetzt und ein Vision Board erstellt. Sie hat es anders gemacht, aber es ist auch völlig egal. Es soll ja auch dein eigenes sein. Und Petra ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ihr für sie ganz wichtige Werte sind einfach Familiengeschichte und Erbe. Ja, Petras Identität hing stark mit ihrer Familiengeschichte zusammen und das verband sie wiederum mit diesen Erbstücken. Deshalb fiel es ihr auch so schwer, viele Dinge eben auch gehen zu lassen. Also Tradition und Geschichte ihrer Vorfahren, das war wirklich ein ganz wichtiger Aspekt in ihrer Identität. Auf der anderen Seite wünschte sie sich ein moderneres Leben, ein
ja, ein Leben mit Blick in die Zukunft. Sie wollte jetzt endlich mal reisen, weil sie sich das lange Jahre verwehrt hatte. Zum Reisen braucht man Geld, also hatte sie sich vorgestellt, sie möchte auch einige Erbstücke verkaufen. Sie wollte sowieso auch diese Luftigkeit, sie wollte ja, wie gesagt, nicht in so einem Museum leben. Sie wollte auch eine freie Luftigkeit spüren in ihren Lebensräumen. Und deshalb passte das ganz gut zusammen, ne? Dass sie eben auch Dinge gehen lassen wollte und auch, ja, sie wollte sie gehen lassen, um eben ein bisschen Kapital zusammenzusparen, um diese tollen Reisen zu machen, die sie sich so gewünscht hatte, was eben auch ihr Lebensziel war. Und natürlich guckt man mit Ende 50 nicht nur nach vorne, sondern auch zurück, denn da hat man ja auch schon eine ganz schöne Wegstrecke zurückgelegt. Ja, und deshalb ging auch ganz viel Zeit in Selbstreflexion und auch Wachstum. Und sie hat sich da auch gewünscht, sich nochmal ein bisschen weiterzubilden, sich Zeit zu nehmen, ohne da große vielleicht Karriereziele noch zu haben, aber einfach für sich noch sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Also sie wollte auch eine Art Arbeitsbereich sich schaffen, in dem sie eben in Ruhe lernen konnte. Und vielleicht auch, ja, andere Dinge einfach, die sie interessierten, zu machen, wo sie eine bestimmte Vorstellung hatte, wie dieser Raum auszusehen hatte. Und dadurch, dass sie das wusste und dadurch, dass sie das auch aufgeschrieben oder sich visualisiert hatte, konnte sie leichter entscheiden und leichter in den Prozess weiterkommen, da weiter aufzuräumen, weiter loszulassen, Dinge auch mal zu streichen, auch so alte dunkle Schränke einfach mal umzustreichen und zu sagen, hey, ich möchte es luftig, ich möchte es leicht haben, ich will hier, wie gesagt, nicht in diesem Museum leben. Und somit hat Petra da einen ganz, ganz großen Schritt in die eigene, ja, in das Erforschen ihrer eigenen Identität getan. Und das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, war ganz toll. Dafür tut man das ja auch, dafür mache ich meine Arbeit, dafür liebe ich sie auch, eben um diese, ja, diese Entwicklung mit anzusehen und sie dabei zu unterstützen, die Menschen, so unterschiedlich sie sind und so unterschiedlich ihre Vorstellungen sind, da nicht irgendwie nach Schema F zu arbeiten, sondern wirklich einzutauchen und einfach den Prozess zu begleiten. Ja, meine Lieben, das waren zwei Beispiele zum Thema Aufräumen und Identität und warum das so wichtig ist. Ich möchte euch alle ermutigen, da in euch hineinzuhorchen. Macht gerne mal diesen Test der Uni Leipzig. Wie gesagt, ich verlinke euch das hier unter in den Shownotes. Nehmt euch die Zeit, fertigt ein Vision Board an, hört dazu auch gerne nochmal die Episoden, in denen ich über das Vision Board und über das Visualisieren gesprochen habe. Setzt euch mit euch selbst auseinander, macht euch Gedanken, wer ihr seid, was eure Persönlichkeit ist, was ihr denkt, was eure Persönlichkeit ist. Fragt gerne eure Freunde und Familie, sprecht über Werte, überlegt euch, welche Überzeugungen euch prägen, was eure Geschichte ist, wie ihr euch in Beziehung zu anderen Menschen verhaltet. Und all das ist ja ein wichtiger Teil eures Lebens und wenn ihr euch damit auseinandersetzt, hilft es euch, euch selbst besser zu verstehen und euch in der Welt zurechtzufinden. Und es gibt euch auch dieses Gefühl, wie gesagt, von Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit. Denn nur wenn ihr wisst, was euch Freude bereitet, was euch zufrieden und auch glücklich macht, hoffentlich, nur dann könnt ihr euch auch vorstellen, welcher Job, welcher Beruf euch glücklich macht, welche Räume euch glücklich machen, welche Menschen euch glücklich machen. Genau. Und zu guter Letzt, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast, gebt mir eine Bewertung und kommt in meine Volkshochschulkurse. Die gehen ab September wieder los. Zum Thema Gewohnheiten, Prioritätensetzung, natürlich zum Thema Aufräumen, ganz klar. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich bis in 4 Wochen und ich sage Tschüss, bis dahin, eure Daniela.